Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Gran Turismo 7, einem täglichen Online-Rennen hier in Australien auf dem Mount Panorama Motor Racing Circuit. Über insgesamt 5 Runden ist ein Gruppe 3 Rennen. Ja, ich bin hier mit dem VW Beetle unterwegs und sehe gerade selber voller Erstaunen, dass ich von P3 ins Rennen gehe. Das freut mich natürlich. Ja, wir haben hier einfachen Treibstoffverbrauch, einfachen Reifenverschleiß, also ein Rennen ohne Boxenstopp. Ja, wird sicherlich eine interessante Sache. Ist eigentlich eine Strecke, die ich ab und zu sehr gerne fahre. Ja, ich sag mal so, das Herausfordernde ist eigentlich der obere Teil, der kurvige Teil der Strecke. Dass man da gut durchkommt, vor allem in der ersten Runde, und dann könnte das eigentlich ganz gut klappen. So, ich hoffe auf jeden Fall auf ein gutes Rennen. Und der Beetle, der fährt sich hier echt gut, muss ich sagen. Gibt's nichts zu meckern. Ich glaube, von der Qualizeit her wäre noch mehr drin gewesen. Ich bin jetzt 204 irgendwas gefahren. Aber irgendwann muss man es dann auch gut sein lassen und einfach die Herausforderung annehmen. Und P3 ist jetzt nicht unbedingt schlecht. So, gleich geht's los. So, viel Spaß zum Zuschauen, Leute. Wir mussten eigentlich alle auf der Geraden starten, hatten also keinen Nachteil, zumindest nicht der vierte hinter mir. Ich glaube, er hat die Wand berührt, der Fahrer vor mir. Und auf der 1, das müsste ein Fahrer aus Irland sein, wenn ich das richtig weiß. Hinter mir ein Franzose, Engländer sind noch ein paar dabei, sehe ich. Ja, soweit mal ganz gut durch den oberen Teil gekommen. Abstand zum Viertplatzierten ist ein bisschen größer geworden. 1,6 Sekunden. Wir sind in Runde 2. Ich glaube, der Fahrer aus Irland hatte ein bisschen Probleme in Kurve 1. Ist er hängen geblieben, seiner Corvette, wenn ich es richtig erkannt habe. Hat der immer leicht untersteuern, der Beetle.
So, wir haben 1,6 Sekunden Vorsprung zum Fahrer hinter mir. 18. Rückstand zum Deutschen vor mir. So, wir kommen in Runde Nummer 3. Immer noch auf P3 aktuell. Ja, bin ich auch nicht ganz sauber durchgekommen. Zwar ein bisschen näher rangekommen an den Zweitplatzierten vor mir, aber nicht der Rede wert. Wie das mit den beiden da vorne ausgeht. Viel Zeit gekostet. So viel Zeit verloren in diesem letzten Sektor. Der Franzose ist jetzt nur noch eine halbe Sekunde hinter mir. Ja, Runde 4 übrigens. Abstand wieder ein bisschen vergrößern zum Franzosen. 1,3 Sekunden. Aber er vor mir kommt immer wieder weg, obwohl er ständig an der Wand aneckt. Also kein Vorwurf an ihn sein, aber doch erstaunlich, dass diese Corvette Power hat auf der Straße, auf der Geraden. Ja, wir nähern uns der letzten Runde.
einmal angeeckt, aber jetzt in der letzten Runde. Das ist doch wieder Wahnsinn. Glück gehabt, dass der nicht näher gekommen ist. Er ist zwar nah dran, aber wir werden mal sehen. Halbe Sekunde. Ja, Wahnsinn. Der Franzose hat nämlich seinen vierten Platz verloren und ein anderer Deutscher hat ihm den da noch weggenommen. Das war Blackjack hier im Supra. Interessant, aber was zählt ist, es hat für P3 gereicht, Podium. Und das freut mich am meisten. Ja, hier im Beetle in Australien. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder aus Australien. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Zum Fahren war es auf jeden Fall spannend. Ich denke, ein paar Mal war es sicherlich auch interessant zu sehen, kommt der Franzose vorbei oder nicht. Ja, die auf den ersten beiden Positionen, die haben sich letzten Endes geeinigt, sind so ins Ziel gekommen, wie sie gestartet sind. Bis dahin, Leute, keep racing. Bye, bye.